Es war ein schöner Sommertag. Boris Bär legte Steine zu einem Kreis zusammen. Er baute eine Feuerstelle, denn er wollte Barbara mit einem Picknick auf dem Hügel überraschen. Als die Feuerstelle fertig war, ging er in den Wald, um Holz für das Feuer zu suchen. In Poppy Pigs Haus sagte Poppy zu ihrer Nichte Grunty: Es ist so ein schöner Tag. Wir sollten auf den Hügel gehen und da ein Picknick machen. Das ist eine tolle Idee, sagte Grunty. Wir können ein paar leckere Karotten mitnehmen. Miffys Vater und Mutter hatten dieselbe Idee. Es ist ein herrlicher Tag, sagte Miffys Mutter. Wie wäre es, wenn wir auf den Hügel gehen und da ein Picknick machen würden? Das wäre schön, sagte Miffy. Ich liebe Picknicks. Wollen wir Tante Alice einladen? Ja, das tun wir, sagte der Vater. Tante Alice macht immer so leckere Kuchen und Kekse. So bereiteten sie sich alle auf das Picknick vor, ohne zu wissen, dass ihre Freunde dieselbe Idee hatten. Boris kam aus dem Wald zurück. Er hatte die Arme voller Holz. Er legte das Holz in die Mitte der Feuerstelle. Bevor ich das Feuer anzünde, werde ich Barbara abholen, dachte er. Sie wird sicher überrascht sein, wenn ich sie zu einem Picknick einlade. Boris war gerade gegangen, da kamen Poppy und Grunty den Hügel herauf. Sie sahen sich nach einem schönen Platz für ihr Picknick um. Guck mal, sagte Grunty, dies ist ein guter Platz. Hier ist sogar schon ein Feuer vorbereitet. Können wir das benutzen? Ich glaube, das sollten wir nicht tun, sagte Poppy. Das hat sich bestimmt jemand anderes zurechtgemacht. Da sah sie Miffy und ihre Eltern den Hügel heraufkommen. Sie hatten einen großen Picknickkorb dabei. Sieh mal, sagte Poppy. Sogar Tante Alice und Schnuffi sind da. Vielleicht haben sie die Feuerstelle vorbereitet. Wie schön, sagte Miffys Mutter. Poppy und Grunty sind auch hier. Und sie haben schon alles für ein Feuer aufgebaut. Dürfen wir mitmachen? Fragte Miffy. Aber natürlich, sagte Poppy. Es ist ja schließlich eure Feuerstelle. Nein, nein, sagte der Vater. Es ist nicht unsere. Wer hat sie dann gebaut? Fragte Poppy. Inzwischen war Boris zu Hause angekommen. Er hatte am Morgen alles für ein leckeres Picknick eingepackt und den Korb in seiner Werkstatt versteckt. Jetzt holte er ihn ab. Barbara, ich habe eine Überraschung für dich. Ein Picknick. Komm mit. Boris und Barbara gingen den Hügel hinauf. Plötzlich hörten sie Stimmen. Oh, Boris, du hast mir eine große Freude gemacht, sagte Barbara. Du hast alle unsere Freunde zu diesem Picknick eingeladen. Boris schmunzelte und sagte: Herzlich willkommen zu unserem Picknick. Ich werde jetzt das Feuer anzünden. Aha, sagte Miffys Vater. Aha, sagte Poppy. Aha, sagte Miffy. Du hast also das Feuer vorbereitet, Boris, sagte Tante Alice. Sei vorsichtig, wenn du es anzündest. Boris schmunzelte immer noch. Und bald saßen sie alle um das lustig flackernde Feuer herum. Sie freuten sich über das schöne Picknick an diesem herrlichen Sommertag. Poppy Pig kam an Miffys Haus vorbei. Sie zog einen Wagen, auf dem ein großer Weihnachtsbaum in einem Topf stand. Guten Morgen, Poppy, sagte Miffy. Woher hast du den schönen Baum? Den hat Boris mir geschenkt, sagte Poppy. Bald ist doch Weihnachten. Und da habe ich ihn gefragt, ob er nicht einen schönen Baum für mich hätte. Das ist eine gute Idee, dachte Miffy. Wir brauchen auch einen Weihnachtsbaum. Miffy ging ins Haus und fragte ihre Mutter: Darf ich zu Boris in den Wald gehen und ihn fragen, ob er einen schönen Weihnachtsbaum für uns hat? Ja, Miffy, aber sei pünktlich zum Essen wieder zu Hause. Miffy machte sich auf den Weg über die Wiesen und in den Wald.
Als sie bei Boris und Barbara Bär ankam, waren die beiden gerade dabei, ihren Baum weihnachtlich zu schmücken. Hallo Boris, sagte Miffy. Ich wünsche dir und Barbara frohe Weihnachten. Und ich wollte fragen, ob du auch einen schönen Weihnachtsbaum für uns aussuchen könntest. Ja, das kann ich, sagte Boris. Aber ich werde keinen Baum absägen. Ich grabe einen schönen Baum für dich aus und pflanze ihn in einen Topf. So bleibt er frisch und grün für nächstes Jahr. Sie gingen in den Wald und sahen viele schöne Bäume. Einer gefiel Miffy besonders gut. Aber ich glaube, der ist zu groß, um ihn bei uns aufzustellen. Wie wäre es denn mit diesem niedlichen kleinen Baum? Oh, der ist zu klein. All unser schöner Weihnachtsschmuck würde nicht an so einen kleinen Baum passen. Boris zeigte auf einen mittelgroßen Baum. Wäre der richtig, Miffy? Fragte er. Ja, sagte Miffy, der ist genau richtig. Kannst du den für mich ausgraben? Boris grub den Baum aus und war dabei sehr vorsichtig, um die Wurzeln nicht zu beschädigen. Ich bringe ihn morgen zu dir nach Hause, sagte Boris. Miffy kam gerade noch pünktlich zum Mittagessen. Sie erzählte ihrer Mutter von dem schönen Baum, den Boris ihnen bringen würde. Am nächsten Abend schmückten Miffy, ihre Mutter und ihr Vater den Baum. Er sah wunderschön aus und hatte sogar blinkende Lichter. Am Morgen ging Miffy zur Schule und Schnuffi begleitete sie. Als die beiden an der Schule ankamen, sahen sie Boris, der einen großen Baum für den Schulhof gebracht hatte. Hallo Miffy, sagte Boris. Das ist der Baum, der für euer Haus zu groß war. Aber ich glaube, für die Schule ist er genau richtig. Die Lehrerin und die Kinder freuten sich sehr, dass sie so einen schönen Weihnachtsbaum auf ihrem Schulhof hatten. Bald waren alle Kinder fleißig dabei, Weihnachtsschmuck für den Baum zu basteln. Das würde ein schöner Weihnachtsbaum werden. Da klopfte Boris ans Fenster. Ich habe noch eine Überraschung für dich, Miffy. Das ist das Bäumchen, das dir zu klein war. Ich glaube, es hat die richtige Größe für Schnuffi. Wie schön, sagte Miffy. Schnuffis eigener kleiner Weihnachtsbaum für ihr eigenes kleines Haus. Die Kinder waren sehr glücklich mit ihrem großen Baum. Miffy und ihre Eltern freuten sich zu Weihnachten über ihren mittelgroßen Baum. Und die kleine Schnuffi war ganz begeistert von ihrem eigenen kleinen Weihnachtsbäumchen. An einem sonnigen Morgen ging Miffy aus dem Haus, um ihren Roller zu holen. Sie wollte zur Schule fahren. Sie konnte es kaum glauben, aber ihr Roller war plötzlich gelb. Das ist komisch, dachte sie. Mein Roller war doch immer rot. Sie ging um den Roller herum, aber es hatte sich nichts verändert, außer der Farbe. Vorsichtig fasste sie den Roller an. Sie wollte sehen, ob er neu angemalt worden war. Aber die Farbe war trocken. Sie lief ins Haus zurück. Mutter, sagte sie, kann ein Roller über Nacht seine Farbe ändern? Das glaube ich nicht, sagte die Mutter. Aber gestern war mein Roller rot und jetzt ist er gelb, sagte Miffy. Dafür muss es eine Erklärung geben, sagte die Mutter. Fahr jetzt mit dem gelben Roller zur Schule. Wir werden später darüber nachdenken. Miffy fuhr mit dem gelben Roller zur Schule. Sie konnte es einfach nicht verstehen. Wieso ist mein Roller jetzt gelb? Dachte sie. Miffy überlegte die ganze Zeit, was wohl mit ihrem roten Roller passiert war. Sie konnte an nichts anderes denken. Als der Unterricht zu Ende war, ging Miffy mit ihrer Freundin Melanie raus und sah sich die Roller von den anderen Kindern an. Da stand ein blauer Roller,
und ein grüner Roller, ein brauner Roller und zwei gelbe Roller. Aber kein roter Roller. Melanie, sagte Miffy, hier stimmt etwas nicht. Melanie wunderte sich auch. Aber du hattest doch einen roten Roller, Miffy, sagte sie. Das dachte ich auch, sagte Miffy. Aber als ich heute Morgen zur Schule fahren wollte, hatte sich mein roter Roller in einen gelben verwandelt. Kannst du mit zu mir nach Hause kommen? Vielleicht können wir das Rätsel zusammen lösen. Melanie nahm ihren blauen Roller und die beiden Mädchen fuhren zu Miffys Haus. Und vor dem Haus stand ein roter Roller. Miffy wunderte sich. Wie kommt es, dass ich jetzt zwei Roller habe? Da kam Miffys Vater aus dem Haus. Hallo Kinder, sagte der Vater. Gut, dass ihr da seid. Ihr müsst den gelben Roller zu Grunty zurückbringen. Zu Grunty? Fragte Miffy. Ja, die Räder an deinem Roller waren kaputt. Ich habe Poppy gefragt, ob wir uns Gruntys Roller für einen Tag leihen könnten. Und dann habe ich deinen Roller zu Großvater in seine Werkstatt gebracht. Jetzt ist er wieder in Ordnung. Aber ich habe Grunty versprochen, dass sie ihren Roller heute zurückbekommt. Das ist also die Lösung, sagte Miffy. Lass uns zu Poppy und Grunty fahren und den gelben Roller zurückbringen. Wir können ihm zum Dank ein paar frische Karotten aus unserem Garten mitbringen. Das ist eine gute Idee, sagte der Vater. Miffy und Melanie sammelten einen großen Korb voller saftiger Karotten. Plötzlich sagte Miffy zu Melanie, manchmal ist die Natur für mich auch ein Rätsel, wie dieses Grün hier. Das ist in Wirklichkeit eine orangefarbene Karotte. Sie lachten. Da hatte Miffy recht. Und dann machten sie sich auf den Weg zu Poppys Haus. Eines Tages sagte die Lehrerin in der Schule, heute möchte ich euch etwas ganz Besonderes zeigen. Dazu müssen wir die Vorhänge zuziehen und alle Lampen ausmachen. Als es ganz dunkel war, schaltete die Lehrerin die Lampe auf ihrem Tisch an und richtete sie gegen die Wand. Dann nahm sie ein kleines Häschen, das sie aus Papier ausgeschnitten hatte. Guckt mal, sagte die Lehrerin. Wenn ich dieses Häschen vor die Lampe halte, könnt ihr den Schatten an der Wand sehen. Und es stimmte. Sie sahen einen großen Schatten in der Form eines Häschens. Seht ihr, sagte die Lehrerin. Wenn irgendetwas oder irgendwer vor einem Licht steht, gibt es einen Schatten. Ihr könnt es selbst versuchen, wenn ihr in die Sonne geht. Als Miffy und ihre Freundinnen nach Hause gingen, wurde es langsam dunkel. Die Sonne ging allmählich unter. Und am Boden waren die Schatten der Baumstämme zu sehen. Wir müssen versuchen, nicht auf die Schatten zu treten, sagte Miffy. Wir springen rüber und laufen nur da, wo Sonne ist. Das machte großen Spaß. Die Mädchen waren fröhlich und lachten, als sie hin und her sprangen. Sie passten genau auf, dass sie nicht auf einen Schatten traten. Miffy lachte immer noch, als sie zu Hause war und sich von ihren Freundinnen verabschiedete. Beim Abendessen erzählte Miffy ihren Eltern alles, was sie über das Licht und den Schatten gelernt hatte. Es war spät geworden. Die Sonne war untergegangen und es war Zeit für Miffy, schlafen zu gehen. Vater und Mutter gaben ihr einen Gute-Nacht-Kuss und dann ging Miffy in ihr Zimmer. Nachdem sie ihr Nachthemd angezogen hatte, ging sie ins Bett und machte das Licht aus. Da sah sie, wie sich etwas an der Wand bewegte. Sie machte das Licht an, aber sie konnte nichts Ungewöhnliches sehen.
Miffy machte das Licht aus und da bewegte sich wieder etwas. Was kann das nur sein? Dachte sie. Jetzt hatte sie ein bisschen Angst. Miffy ging zu ihrer Tür und rief ihre Eltern. Vater, Mutter, es ist jemand in meinem Zimmer. Miffys Eltern gingen sofort in Miffys Zimmer, aber sie konnten niemanden sehen. Außer Miffy. Aber hier ist wirklich etwas, sagte Miffy. Guckt mal, wenn ich das Licht ausmache, bewegt es sich an meiner Wand. Und tatsächlich. Es war sehr groß und hatte sehr lange Ohren. Miffys Vater und Mutter mussten herzlich lachen. Das ist dein eigener Schatten, sagte der Vater. Aber wie kann es mein Schatten sein? Sagte Miffy. Die Sonne scheint nicht und das Licht ist aus. Guck doch mal aus dem Fenster, Miffy, sagte die Mutter. Es war wirklich Nacht und es schien auch keine Sonne. Aber Miffy konnte einen ganz runden Mond sehen, der hell am Himmel leuchtete. Wenn der Mond hell genug scheint, kann er auch Schatten werfen, Miffy, sagte der Vater. Das war also wirklich dein Schatten, der sich da an der Wand bewegte. Das warst du selbst, im Licht des hellen Mondes. Das verstand Miffy und war glücklich, dass sie ihren eigenen Schatten entdeckt hatte. An einem sonnigen, sehr kalten Wintertag spielten Miffy und Grunty in Miffys Garten mit einem Ball. Auch Schnuffi war da. Sie tollte herum, sprang hin und her und versuchte, den Ball zu fangen. Miffy warf den Ball und Schnuffi fing ihn mit ihrem Maul auf. Grunty fand das sehr lustig und Miffy musste auch lachen. Aber als sie ihren Ball wieder haben wollte, gab Schnuffi ihn nicht her. Schnuffi, gib mir den Ball, sagte Miffy. Aber Schnuffi lief einfach mit dem Ball davon. Da kam Miffys Mutter aus dem Haus und rief, ist euch hier draußen nicht zu kalt, Kinder? Sogar das Wasser im Blumentopf ist gefroren. Ich habe euch heiße Schokolade gemacht. Die wird euch wieder aufwärmen. Kommt rein. Die Mädchen gingen ins Haus und tranken die leckere heiße Schokolade. Schnuffi war immer noch draußen und spielte mit dem Ball. Ein wenig später, als die beiden Mädchen in Miffys Zimmer spielten, hörten sie Schnuffi bellen. Sie guckten aus dem Fenster und sahen, dass der kleine Hund ein Hütchen und eine kleine Decke aus Schnee trug. Alles war mit Schnee bedeckt. Der Schnee war ganz plötzlich gefallen und während die beiden Mädchen im Haus spielten, war draußen um sie herum alles weiß geworden. Sie liefen ganz aufgeregt zu Miffys Mutter. Mutter, Mutter, rief Miffy, können wir jetzt zum See gehen? Es sieht bestimmt wunderschön aus, wenn alles mit Schnee bedeckt ist und vielleicht ist der See schon zugefroren. Ja, und wir können den Ball mitnehmen, sagte Grunty. Dann hat Schnuffi auch etwas zum Spielen. Da kam Miffys Vater nach Hause und hörte, was die beiden vorhatten. Ich fahre euch mit dem Auto zum See und sehe erst einmal nach, ob das Eis schon dick genug ist. Miffy, Grunty und Schnuffi setzten sich ins Auto und dann fuhren sie los. Seht mal, sagte Miffy, der See ist zugefroren. Wir hätten unsere Schlittschuhe mitbringen sollen. Die könnt ihr das nächste Mal mitbringen, sagte der Vater. Ich glaube, es wird euch auch Spaß machen, mit dem Ball im Schnee zu spielen. Der Vater prüfte mit dem Fuß, wie dick das Eis war. Wenn es noch länger so kalt bleibt, wird das Eis bald dick genug sein und dann könnt ihr Schlittschuh laufen. Gut, sagte Grunty. Dann werfen wir jetzt den Ball und Schnuffi kann versuchen, ihn zu kriegen. Das war ihr neues Spiel. Miffy und Grunty warfen den Ball immer abwechselnd. Schnuffi hatte den größten Spaß
Sie rutschte und schlitterte durch den eisigen Schnee und versuchte, den Ball zu fangen. Jetzt war Miffy an der Reihe. Sie warf den Ball so weit, dass er in den See rollte. Oh nein, sagte Miffy. Jetzt ist der Ball auf dem Eis, aber das Eis ist noch zu dünn, um uns zu tragen. Aber Schnuffi rannte schon los, um den Ball zu holen. Komm zurück, Schnuffi, das Eis ist noch nicht dick genug, rief Miffy. Dieses Mal hörte Schnuffi auf Miffy. Sie kehrte um und lief zurück. Die Mädchen und der Vater waren erleichtert. Das war sehr brav, Schnuffi. In ein paar Tagen kommen wir zurück und holen dir den Ball. Miffy, 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 komm! Deine Freunde warten schon. Schnuffi, Grunty, Boris Bär, Papi Pig und viele mehr. Und zusammen glaubt uns das.